25 Jahre, verdammt, ich lieb dich. Jubiläum, wie ist das für dich? Toll. Hätte mir jemand gesagt damals, dass ich 25 Jahre nach Verdammt, ich lieb dich, ja, noch erfolgreicher bin, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Ja. Und es ist so schön, ich genieße das und ich liebe diesen Song. Und wir haben allen Grund der Erde, das Ding zu feiern. Und es gibt ja auch so eine Fan-Edition dazu kaufen, wo unheimlich viele Teile drin sind. Du hast da letztens gerade ein Video gemacht. Ich muss dir einfach mal kurz darauf ansprechen. Hast du mitbekommen, was Jan Böhmermann da gemacht hat? Ja. Ja? Was, deine Reaktion, deine Antwort dazu? Also, ich finde das, fand das total lustig. Ja, und auch Zirkus Halligalli, ich gucke da nur ins Fernsehen, sage, was haben die denn für ein Problem? Ist ja geil. Ist doch schön. Ja. Ich finde das toll. Ich habe mich sehr gefreut, auch über die Zeit, die man mir gewidmet hat und dem Song. Ja, und dass man ein bisschen lachen und mal so machen darf, das gehört einfach dazu. Und ich bin sehr humorvoll. Ja, ich bin der Autor von Verdammt, ich hab nix. Also, wenn ich keinen Spaß verstehe, dann weiß ich es nicht. Du hast ja auch Musik für andere gemacht. Zum Beispiel hast du jetzt gerade ein Album zusammen mit Norman Langen gemacht. Wie war die Arbeit für dich? Ist ja auch mal etwas anderes gewesen, weil Norman Langen hast du ja auch so ein bisschen in eine etwas rockigere Richtung geführt. Ja, der hat mich gefragt und ich mag Norman sehr gern und ich finde, er ist ein dufter Typ und er singt gut und er macht das auf der Bühne sehr überzeugend. Irgendwie sehr, ist so ein Sympathie-Dings da, ne? Und, ja, und ich hatte gerade ein bisschen Lust und Zeit, was Neues zu machen. Da habe ich gesagt, komm Norman, ich mach dir das mal. Jetzt gucken wir mal. Warum nicht? Was steht bei dir die nächste Zeit noch an? Ich bin im Moment im Studio, weil ich, bevor die ganzen Jubiläums-Open-Airs anfangen, muss ich ein Album fertig machen, was im Herbst kommt. Und ich bin im Moment unter Dauer-Kreativitätsstress. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg dabei und viel Spaß. Danke und euch alles Gute. Danke. Ballermann.